Hallo liebe Zuschauer, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie man den Reduce-Operator in ABAP verwendet. Der Operator ist sehr praktisch, wenn man mit internen Tabellen arbeitet, um zum Beispiel die Summe aller Einträge einer Spalte zu berechnen. In diesem Video löse ich folgende Aufgaben: die Summe aller Einträge einer Spalte berechnen, die Summe spezieller Einträge einer Spalte berechnen mit Where-Bedingung, die Einträge einer internen Tabelle zählen mit Where-Bedingung, den Minimalwert einer Spalte finden und den Maximalwert einer Spalte finden. Wir beginnen also mit dem Selektieren von Daten und dazu verwende ich heute die Tabelle sbfly. Schreibe also select Stern from sbfly into table add data it sbfly und die Daten, die ich hier selektiere, will ich auch ausgeben. Und daher loope ich über diese interne Tabelle mit loop at it sbfly assigning field symbol Klammer auf F und dann schreibe ich hier ein paar Spalten raus mit write Doppelpunkt slash F care ID dann die mit F die con ID und die Spalte Distance. Dann schließe ich den Loop. Und die erste Aufgabe ist, die Anzahl der Zeilen zu zählen von einer internen Tabelle. Und dazu schreibe ich Data LVCount ist gleich reduce i init x ist gleich 0 for l in it sbfly dann next x ist gleich x plus 1. Und dann schreibe ich das Ergebnis raus mit write die Variable, also zuerst result, Doppelpunkt und dann den Namen der Variable, also lvCount. Pretty print. Wir aktivieren den Code und wir führen das Programm aus und wir sehen hier die Einträge meiner internen Tabelle sbfly und das Ergebnis 14. Es gibt also 14 Einträge. Gehe ich hier zurück und ich kann hier auch noch eine Where-Bedingung anhängen. Zum Beispiel will ich jetzt nur die Zeilen zählen, wo die Care-ID gleich LH, also Lufthansa ist. Dann aktiviere ich den Code nochmal und führe ihn nochmal aus. Und wir sehen jetzt, das Ergebnis ist 4, weil es 4 Einträge mit der Care-ID LH gibt. Gehe ich zurück. Die nächste Aufgabe ist dann, die Summe der Werte einer Spalte zu berechnen. Und dazu kommentiere ich den unteren Code aus. Und wir wollen jetzt die Summe der Spalte Distance berechnen. Also schreibe ich hier wieder Data LV Distance Sum ist gleich reduce sbfly minus und die Spalte Distance, dann wieder die Initialisierung mit init
verwende diesmal t ist gleich 0. Dann die Vorschleife vor L in ITSBFly und dann next. T ist gleich T plus L minus Distance. Also es werden hier in der Loop-Schleife die einzelnen Werte zusammengezählt. Und dann gebe ich auch hier das Ergebnis aus mit write result Doppelpunkt und die Variable LV Distance Sum. Dann klicke ich auf Pretty Print und auf Aktivieren und ich führe den Code aus. Und wir sehen hier, die Summe der Spalte Distance wurde zusammengezählt oder berechnet. Dann gehe ich zurück und ich kann auch hier eine Where-Bedingung einfügen. Und auch hier schreibe ich Where ChareID ist gleich LH. Das heißt, ich will jetzt nur die Summe der Einträge berechnen, wo die ChareID gleich LH ist. Führe ich den Code aus und wir sehen hier, das sind diese vier Einträge. Und die Summe dieser vier Einträge ist ca. 19.000 Kilometer. Okay. Dann kommentieren wir auch diesen Code aus und das nächste, was ich hier berechnen will, ist die Suche nach dem Minimal- und dem Maximalwert einer Spalte. Beziehungsweise der Minimal- und Maximalwert von einer Spalte einer internen Tabelle. Beginne hier wieder mit Data, definiere eine Variable mit LVMin, ich will jetzt den Minimalwert berechnen, ist gleich Reduce, gebe hier wieder die Spalte mit Tabelle an, sbfly-distance und hier initialisiere ich den Wert m, die Variable m, mit einem sehr hohen Wert, weil ich will ja diesen Wert immer vergleichen und dann den Minimalwert finden. Also ich schreibe hier mal rein 10.000 oder 100.000. Weil ich weiß, dass auch der höchste Wert dieser internen Tabelle kleiner als 100.000 ist. Und dann auch hier die Vorschleife vor L in ITSBFly. Next M ist gleich. Und jetzt kommt die Condition, Cont, Raute. Und dann frage ich hier ab, when L Distance kleiner gleich M, also kleiner gleich 100.000, dann ist es der Wert des Feldes, also L Distance, else M. Wenn nicht, dann bleibt der Wert M. Und dann schreibe ich diese Variable raus mit write min Doppelpunkt und den Namen meiner Variable lv underscore min. Und dann pretty print und wir aktivieren den Code. Dann führen wir das Programm aus. Wir sehen hier die Einträge und das Ergebnis. Der Minimalwert ist also 555 und wir sehen, das stimmt. Dann gehen wir zurück und wir berechnen jetzt den Maximalwert dieser Spalte. Also kopieren wir diesen Code, denn dieser ist sehr ähnlich. Wir tauschen hier die Variable aus auf LVMax. Die Initialisierung ist 0, weil wir wollen ja den Maximalwert dieser Spalte wissen. Und die Condition ist ähnlich, nur hier schreiben wir ein größer Zeichen hin.
Sprich, wir vergleichen, wenn der Wert größer ist, dann ist es m sonst der gefundene Wert. Oder es ist der gefundene Wert sonst m. Und dann schreiben wir diese Variable wieder raus. Wir aktivieren den Code und wir führen ihn aus. Und wir sehen jetzt, der Minimalwert ist 555 und der Maximalwert ist 10.000. Und hier sehen wir diesen Eintrag. Okay. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Hinterlasst mir auch Kommentare. Ich lese diese immer sehr gern. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bis bald.